Die Hoffnung beim Blue Team auf den Aufstieg in die A-Gruppe lebt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sportnews TV. Die italienische Eishockey-Nationalmannschaft hat gestern bei der WM der 1. Division Gruppe A in Katowice in Polen das vorletzte Gruppenspiel gegen Japan 3:1 gewonnen. Alle drei Tore erzielten Südtiroler, nämlich Simon Kostner, Anton Bernhard und Joachim Ramoser. Vor dem letzten Spieltag, der morgen ausgetragen wird, haben damit noch 5 Teams die Chance auf den Aufstieg in die Weltgruppe. Italien gehört dazu und trifft auf Südkorea. Was alles passieren muss, damit das Blue Team unter Coach Stefan Meyer vielleicht doch wieder erstklassig wird, haben wir auf unserem Portal www.sportnews.bz recherchiert. Aufatmen bei Christian Obrist und Silvia Weißsteiner. Die beiden Südtiroler Leichtathleten wurden freigesprochen, nachdem ihnen die Anti-Doping-Staatsanwaltschaft Versäumnisse in Sachen Dopingkontrollen vorgeworfen hatte. Wir sehen ein Interview aus dem Archiv mit Silvia Weißsteiner zu diesem Thema, das wir im Rahmen des Südtiroler Leichtathletikfests in der Leinburg Anfang März mit der Gasteigerin geführt haben. Wir sind jetzt etwas eingezogen worden, also das ist von den Medien teilweise falsch rübergebracht worden und man ist schon mit dem Wort Doping Verbindung gekommen und eigentlich hat es mit dem Sam überhaupt nichts zu tun. Es geht praktisch nur um Zettel, wo es unauffindbar praktischer sein und wir müssen dann beweisen, dass wir die Zettel eingeschickt haben. Aber durchdem man die Leihhocke mit 2 Wochen aufgehalten und das ist praktisch 4 Jahre schon her, sind eigentlich wenige Athleten, die es noch die Zettel haben gekannt, beweisen, dass sie allmals richtig gut geschickt haben nach Rom. Und wir Athleten sind praktisch das letzte Rad in der ganzen Geschichte und sind die, die es eigentlich dafür gebüßt haben. Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro beginnen in 99 Tagen. Gestern haben wir jene 5 Südtiroler Athleten vorgestellt, die schon fix bzw. so gut wie sicher in Brasilien am Start sein werden. Eine weitere Südtirolerin, die bis vor wenigen Tagen noch als sehr aussichtsreiche Kandidatin für eine Teilnahme galt, kann sich das Megasport-Event wohl wieder abschminken. Raffaella Folli wurde aus dem Kader der italienischen Volleyball-Nationalmannschaft gestrichen, die im Mai das Olympia-Qualifikationsturnier in Tokio bestreiten wird. Zum Handball. Beim SSV Bozen laufen derzeit die Vorbereitungen auf das Playoff-Halbfinale gegen Romagna Imola. Zur Erinnerung, die Weiß-Roten treten am Samstag, 7. Mai, zuerst auswärts an, ehe es eine Woche später zum Rückspiel in der Talfer Stadt kommt. Romagna Imola war auch in der Saison 2014-15 der Halbfinalgegner von Hannes Innerebner und Co. Damals gewann Bozen beide Partien gegen den Sieger des Kreises B. Einen 26:22 im Hinspiel in der Emilia-Romagna folgte im Rückspiel in der Gasteinerhalle ein 42:27. Ja, und mit dieser Meldung sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Machen Sie es gut und bleiben Sie sportlich.